Guten Morgen, Trader. Mittwoch, 8. März, Morning Espresso. Was haben uns die Märkte gestern gezeigt? Wie lief es über Nacht? Beziehungsweise schauen wir uns zuerst den Trade von gestern an. Gestern war vorher angezeichnet im Morning Espresso, dass wir in diesem Bereich eine Reaktion erwarten. Hier war unser Target Trade genau reingelaufen. Ist jetzt, glaube ich, der vierte Gewinner in Folge. Und wir hatten auch gestern gesagt, dass wir bei 1.0920 erstmal Ende sehen könnten und auch das wurde erstmal abgewiesen. Es hat natürlich fundamentale Gründe, wie immer, denn es sind die Fundamentaldaten, die den Preis treiben. Und ich suche jetzt gerade genau den Kalender. Ich wollte euch zeigen, woran das lag. Zwei Dinge, die gestern schlecht reingekommen sind über Nacht, ist einmal das finale Bruttoinlandsprodukt aus Japan mit 0,3. Schlechter gekommen als erwartet mit 0,4. Und dann hatten wir Current Account noch schlechter. Aber noch wichtiger, auch in Bezug auf den australischen Dollar, sind die schlechten Handelszahlen. Wir hatten hier ein Defizit bekommen von minus 60 Milliarden und hatten eigentlich einen Surplus von plus 173 erwartet. Und das ist der Einflussfaktor, weil Australien hauptsächlich Güter, Waren und Dienstleistungen nach China exportiert, beziehungsweise China der wichtigste Importeur ihrer Waren und Dienstleistungen ist. Ja. Ansonsten sehen wir, dass die Zahlen heute in Japan und in China auch morgens weiterhin schlecht gekommen sind. Heute Nachmittag haben wir Annual Budget Release. Da ist der Hammond derjenige, der im Mikro sitzt und wirtschaftlich sieht das gar nicht so schlecht aus in UK. Er wird also bis auf 2020-21 ein gutes Budget hinlegen können, wird in Bildung investieren. Ich wünsche, das würden wir hier auch mal machen. Das wird also positiv aufgenommen werden, das ist zumindest jetzt die Erwartungshaltung. ADP wird ebenfalls besser erwartet. Wir gehen davon aus, dass wir um die 200.000 sehen. Ich meine jetzt den Markt. Das ist also alles in line. Und ich sagte es in den vergangenen Wochen schon mal, früher haben wir ADP genutzt, um ein Gefühl zu bekommen, wie die Non-Farm-Payrolls am Freitag kommen werden. Das ist sehr, sehr dodgy geworden. Das passt nicht mehr so gut. Das war früher die Korrelation höher. Außerdem ist Januar ein sehr schwieriger Monat. Also müssen wir mal schauen. Und dann haben wir heute Nachmittag nochmal Crude Oil Inventories. Also ein durchwachsenes Bild. Wenn wir uns auch direkt den Dollar-Index anschauen, dann sind wir hier auf dem Weg in Richtung 102, wie gestern schon gesagt. Also alles intakt. Der Markt preist 95%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass wir im März die Zinserhöhung sehen. Öl ist weiterhin rangebound, hat aber ein bisschen auf die Nase bekommen. Warum? Weil seit 48 Stunden immer mehr Leute ans Mikro treten. Jetzt war es der Saudi-Ölminister und OPEC über eine Erweiterung des Deals spricht, in der zweiten Jahreshälfte das Angebot an Öl weiter zu verknappen. Sehen wir gleich in dem Slide, den wir zusammen durchgehen. Also im Moment Öl eher aus dem Short heraus spielen, aber wir müssen abwarten heute Nachmittag erstmal die Zahlen. Die Reaktion des Marktes über Nacht sehen wir hier ganz klar. Wir hatten also ein Risk-Off-Sentiment und es kann sein, dass dieses Risk-Off-Sentiment wiedergespiegelt in der Yen-Stärke heute in der London-Session fortgeführt wird. Kann sein, muss nicht, aber kann sein. Und wir sehen eben diesen klaren Abverkauf am Aussie-Dollar, den wir heute Morgen auch weiter spielen werden. Ja, wir sehen leider, dass Kiwi auch weiter auf die Nase bekommt. Also das ist einfach unglaublich, unvorstellbar. Ich weiß nicht, warum, immer noch nicht, warum Kiwi so auf den Mund bekommt. Wir hatten allerdings gestern auch schlechte GDT-Zahlen. Können wir auch noch mal kurz reinschauen. Es ist also so, solange Rohstoffpreise steigen, ist der australische Dollar unterstützt und der Kiwi-Dollar leidet im Moment eben auch. Wir hatten GDT Price Index, der kam gestern sehr, sehr schlecht rein. GDT steht für Global Dairy Trade Index und das ist eben dahingehend zurückzuführen, dass die Volkswirtschaft, dass Milch als Produkt, Exportprodukt in der neuseeländischen Volkswirtschaft einen hohen Stellenwert hat oder proportional relevant ist und wir daher auch eine Schwäche im Kiwi sehen, die hier fundamental bedingt ist. So, gestern Aktien leicht schwächer. Warum? Trump macht Kommentare, dass er die Preise für Pharmaprodukte reduzieren möchte. Da hat der Healthcare-Sektor gestern underperformed in den USA. Computer hängt wieder. So, Yen, Bruttoinlandsprodukt, hatten wir drüber gesprochen. Und das ist das Interessante, obwohl die Fundamentaldaten schlecht kommen, ist Risikosentiment negativ.
Die Märkte lieben kein Risiko und dann gehen Gelder und Kapitalströme in den Yen. Habe ich gestern im Morning Espresso drüber gesprochen, könnt ihr euch nochmal anhören. Ja, Risk-off, Yen-Stärke, obwohl fundamental schlechte Zahlen gekommen sind. Das muss man erstmal als Neuling begreifen. Chinesische Importe hoch auf 44,7%, erwartet man 23,1% und das führte eben dann eben auch zu diesem Handelsdefizit. Wir hatten eigentlich einen Überschuss erwartet, kriegen Defizit, Katastrophe. Daten sind allerdings unsauber vergleichbar. Das ist wichtig zu wissen, deshalb Katastrophe wieder relativieren den Ausdruck, denn es gab Unterschiede zwischen letzten und diesem Jahr im Lunar Year und deshalb ist die Basis, ich sage einfach mal salopp, glaube nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Also es gibt hier einen Basiseffekt, der diese Diskrepanz stärker aussehen lässt, als sie am Ende dann tatsächlich auch ist. People's Bank of China hat den Referenzsatz Dollar-Renminbi auf den schwächsten Stand seit Januar gefixt, für den Hinterkopf. Heute, wie gesagt, ADP, Jesus Christ, Department of Energy, also Inventories und UK Budget hatten wir angesprochen. Pfund, Ping-Pong zwischen dem Oberhaus und dem Unterhaus. Jetzt sagen die Minister, einige Minister kommen zu May und sagen noch Snap-Vote, also ich habe das mal mit Neuwahl eingebracht. Hohe Volatilität im Pfund. Pfund leider erstmal aus dem Short heraus, wobei nachher das Budget-Release positiv sein kann. Also ich bin nicht ganz so bärisch heute für das Pfund. Grundsätzlich verzögert das aber natürlich den für Ende März geplanten Artikel 50, damit die zweijährigen Verhandlungen mit der EU anfangen können. Öl-Inventarzahlen sehr hoch, gestern gekommen, API, ich kann es euch nochmal zeigen, wirklich sehr, sehr hoch. Das war dann der fundamentale Auslöser, warum Öl unter Druck geraten ist. Gestern, API, warte mal, warum bin ich jetzt durcheinander, Sekunde, okay, hab den Release nicht gefunden, aber den Artikel darüber, also wir sehen Öl under pressure, wegen steigendem Angebot der US, hauptsächlich die Fracking-Industrie da und einem nachlassenden, oh, Jesus Christ, immer ständig dieses Englisch-Deutsch übersetzen. Demand, Nachfrage aus China. Also fallende Nachfrage, steigendes Angebot, schwächere Preise. Danke. So, Thema, wie gesagt, seit 48 Stunden ungefähr, dass die OPEC ganz Mikro tritt und sagt, jetzt eben auch gestern der Saudi-Ölminister, Verlängerung des Öldienstes im zweiten Halbjahr. Und 1,4 Millionen Barrels per Day am täglichen Angebot hat die OPEC mit ihren auch, also Russland war ja auch dabei, nicht OPEC-Förderländern, die also reduziert haben im Angebot, dem Markt entzogen. Das reicht aber nicht, weil eben die Amerikaner auf der anderen Seite Angebot auf den Markt werfen. Deshalb diese gesamte Situation. Dollar erwarten wir im Moment seitwärts. Warum? Fed Funds Futures zeigen uns 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinserhöhung im März kommt und 65%ige Wahrscheinlichkeit eingepreist im Moment für eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr. Das heißt also, es kann auch sehr gut sein, dass wir nach der Zinserhöhung erstmal Dollarschwäche sehen. Allgemein erwartet der Markt für die zweite Jahreshälfte eher Druck auf den US-Dollar. Nur, dass ihr es mal gehört habt, ist eine Erwartungshaltung, kann sich jederzeit ändern und auch wir ändern jederzeit unsere Meinung, in Anführungszeichen, denn wir handeln, was wir sehen und wir folgen sowieso nur den Big Boys. Aber es ist wichtig zu wissen, wie die positioniert sind und welche Erwartungshaltungen die haben. Ja? Wenn dieser Border Adjustment Tax kommt, dann erwarten wir erhöhte Volatilität im US-Dollar. Da müssen wir dann sehen, welcher Effekt der stärkere ist, der positive oder der negative. Die Erwartungshaltung negative Effekte sind dann stärker. Euro im Moment wichtig zu wissen, wir erwarten ein Non-Event für die EZB morgen. Das heißt, rhetorisch erwarten wir, dass Mario Dawisch redet. Also ich hatte das die Woche auch mal ausgebildet, wir nennen es Jawboning. Also er redet die Währung schwach. Aber wir erwarten im Markt eine ernstzunehmende Debatte innerhalb der EU, der EZB nach der Sommerpause, wie wir denn die Reduktion für quantitatives Easing vornehmen können und könnten in Zukunft. Ja? Warum? Headline Inflation ist bei 2% innerhalb der EU. Das ist natürlich getrieben durch den erhöhten Ölpreis. Mario hatte letztes Mal gesagt, er schaut da durch und weiß, dass das transitory ist, dass es also wieder vergeht. Ist okay, aber Core Inflation ist nur 1% innerhalb der EU.
Das heißt, es wird eine interessante Debatte, weil es wird sicherlich Members geben, die sagen, weiter Geld drucken versus andere, die sagen, es reicht jetzt. Für den deutschen Sparer, Rentner und unsere Versicherungen ist es natürlich extrem wichtig, dass Zinsen zurückkommen in den Markt. Sehr, sehr schwierig. Die Euro-Positionierung ist extrem short. Hier auch wichtig zu wissen, dass vor allen Dingen die Hedgefonds short sind. Das bedeutet aber, wir sind auch anfällig für einen Short-Squeeze. Ich möchte hier mal ganz kurz einen wichtigen Punkt zeigen. Viele Zentralbanken, alle Zentralbanken, in diesem Fall aber auch die EZB, modellieren den ganzen Tag ja. Und ihre Modelle sind sehr, sehr schlecht. Ja. Das Modell für die Core Inflation sieht schon seit letztem Jahr steigende Core Inflation vor, aber die Wahrheit ist, wir haben keine wirklich ansteigende Core-Inflationsrate. Ist also auch gut und wichtig im Hinterkopf zu belassen, dass eigentlich diese mächtigen Entscheidungen auf schwammigen Modellen beruhen. Aber gut, ich will euch nicht verunsichern, das ist die Realität, in der wir tatsächlich leben und agieren. Niemand weiß auch, was die Seiteneffekte sind, die ungewollten von dieser Geldmarktpolitik global über Jahre jetzt durchgeführt. So, Währungspaar heute im Fokus, Short Aussie Yen. Warum? Aussie, China, wichtigster Importeur Australiens, schlechte Handelsbilanz. Können wir erwarten, dass unter Umständen sich diese Schwäche in der Londoner Session weiter fortsetzt? Yen, stärker aufgrund von negativem Risikosentiment, falls sich das heute fortsetzt. Ja? Aber keine Angst, Trade ist relativ konservativ aufgesetzt. Risiko für den Trade ist nämlich, dass das Risikosentiment dreht auf Risk On und oder Rohstoffpreise anziehen. Ja? Wenn Rohstoffpreise anziehen, dann steigt auch wieder der Aussie-Dollar. Sehen wir uns den Daily erst an, da haben wir also Luft hier unten. Letztes Mal haben wir Käufer gesehen, die reingekommen sind, eben hier um die 85-85 Area. Können wir aber natürlich locker auch durchbrechen. Müssen wir sehen, ob die fundamentalen Treiber stark genug sind dafür. Wenn jetzt also Risk-Off reinkommt in den Markt, dann sind sie das auf jeden Fall. Hier sind wir letztes Mal in einer Liquidity-Zone gelandet, jetzt gerade auf erhöhtem Volumen. Das spricht im Grunde genommen für Käufer. Konservativer Short für mich, weil ich heute wieder weg bin. Hier shorten, da ist mein Profit-Target. Für diejenigen, die davor sitzen, können auch die alte Value Area hier shorten, das alte Fair Value und dann Profit Target bis runter. Hier ist die nächste Zone, in der wir eine Reaktion des Marktes erwarten. Okay. Übrigens, super gute Anmeldung gestern für das Seminar. Ich kann nur diejenigen, die sich das ansehen, noch überlegen, empfehlen, jetzt nochmal zuzuschlagen, bevor dieses Recording online geht. Und ich freue mich, ich habe gestern Abend schon mit den ersten kommuniziert, die sich direkt aufgrund von dem Vortrag angemeldet haben auf unsere Zusammenarbeit. Qualitativ super, super Leute, schon im Januar-Seminar und jetzt im April wieder. Also ich freue mich sehr darüber. Happy Trading, macht's gut, bis später oder bis morgen.